So Leute, schaut mal schön das, was ich gefunden habe. Ein Wasserei in einer Schneeumgebung. Also, das finde ich auf jeden Fall gut. Und das war jetzt genau auch das letzte bisschen, was ich mit 100 Alu hatte. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier als nächstes für eine Quest annehmen. Da nehmen wir die. So, und das Ei. Hier haben wir Wasser. Und der Pinguin. Wenn wir den da hinzufügen, kriegen wir einen höheren Rudelbonus. Und da würde ich gerne mal sehen, wie hoch da der Unterschied ist. Jetzt sind wir hier auf 82 und 65. Und jetzt sind wir immer noch so groß. Das liegt daran, dass ich die Seite nochmal neu laden muss. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich habe da schon was vorbereitet. Ich habe nämlich auch schon bei anderen, bei dem Erdpad, das vierte Ei gefunden. Und der Unterschied, wie man jetzt hier sehen kann, ist, es gibt vier mehr auf die Hauptattribute. Und, oh, jetzt hat er es schon aktualisiert. Schade. Naja, zumindest gab es ein bisschen mehr. Ja, sonst habe ich, glaube ich, jetzt kein Elverpad. Doch, nee, hier habe ich auch schon das vierte Pad gefunden. Und hier auch, ja. Schatten fehlt noch. Das kann ich ja noch finden. Mal gucken, ob es heute noch kommt. Würde ich mich ja drüber freuen. Und Feuer kann ich noch nicht finden, weil ich da einfach noch keine Erdbeere gefunden habe. Um es auf Stufe 10 zu bringen, weil mit Stufe 10 würde ich es pilzen, aber ich glaube, mit Stufe 9 bringt es nichts, weil ich glaube, es ist ein Magier. Wir können es ja nochmal versuchen. Ja, hat verdammt viel wenig Leben, aber er krittet zweimal mich schon, krittet mich ein drittes Mal, krittet ein viertes Mal. Also ich glaube, selbst wenn er nicht gekrittet hätte und ich viel öfters gekrittet hätte, wäre das nichts geworden. Aber ja, wollen wir da ein paar Pilze reinstecken? Na, wir machen mal noch einen Versuch. Ein Versuch für den Pilz, wir kritten. Er krittet nicht, wir kritten zweimal und er krittet. Krittet zweimal, krittet dreimal, krittet viermal. Also wir schaffen gerade mal die Hälfte und wurden jetzt viermal gekrittet. Und ich glaube, wir schaffen hier keinen Kampf mit sechs, sieben Schlägen, ohne einmal gekrittet zu werden. Und dass wir jedes Mal kritten, das ist bei 100. Wir haben irgendwie eine, was haben wir, 25-prozentige Chance zu kritten. Ich glaube, das wird so nix. Da machen wir einfach viel zu wenig Schaden. Ah, hier hat auch das Eichhörnchen gefunden. Das ist doch mal schön. Ja, die Fundraten. Da sind ja heute viele am Rätseln. Die Pet-Fundraten und also die Eier-Fundraten oder die Früchte, wurden die gesenkt? Also ich habe jetzt 100 Alu durch. Ich habe zwei Äpfel und eine Brombeere gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Pflaume schon von gestern hatte, aber ich glaube, die hatte ich schon. Von daher habe ich drei Früchte gefunden und, naja, die ich eigentlich ehrlich gesagt erstmal nicht brauche. Ich brauche halt wirklich eine Erdbeere, dass ich noch eine Chance auf ein Ei habe und möglichst schnell auch das Ding finde. Weil ich brauche einfach eine Erdbeere. Und das nächste Mal kriege ich hier ja auch erst Feuer. Also jetzt haben wir hier gerade Schatten. Also in 3 Tagen hätte ich erst die Möglichkeit über PvP eine Erdbeere zu kriegen und ich hoffe, ich finde einfach durch Zufall noch vorher eine. Aber das kann man ja so wirklich nie wissen. Und ja, wir schauen mal ins Forum, weil da gibt es viele neue Sachen. Also erstmal, es gab ja vor ein paar Tagen die Aussage, da können wir hier glaube ich noch ein bisschen hochscrollen. Genau, er hat hier halt geschrieben vor ein paar Tagen, ja, die Chance ist bei jeder Quest gleich etwas zu finden. Das haben wir so interpretiert, dass es eine fiktive Zahl, 5-prozentige Chance gibt, bei jeder Quest was zu finden. Das heißt, egal ob es eine 2,5-Minuten-Quest ist, eine 5-Minuten-, eine 10-Minuten-Quest oder 20 Minuten oder sonst was. Aber jetzt wird die Aussage revidiert und es heißt, die Chance ist so weit immer gleich, dass sie von der Alu abhängt. Das heißt, wenn ich eine 10-Alu-Quest mache, habe ich eine 10-prozentige Chance, was zu finden. Wenn ich eine 2,5-Alu-Quest mache, habe ich eine 2,5-prozentige Chance. Sind jetzt fiktive Zahlen. Die Zahlen weiß ich nicht, wie hoch die wirklich sind. Aber so ist es jetzt. Also von daher könnt ihr jetzt wieder Quests annehmen, die ihr wollt und müsst jetzt nicht immer die kürzesten Quests nehmen, so wie ich es die letzten Tage geraten habe. Es ist nicht so. Wir haben es jetzt offiziell. Und worauf wir jetzt noch warten, es wurde ja halt. Mal gucken, gibt es jetzt schon was Neues hier? Nee, leider nicht. Wir können ja hier mal kurz die Chatbox uns anschauen. Da wurde hier
vorhin hier noch geschrieben, ich weiß nur, dass die Bugs in Arbeit sind, immerhin. Also, das heißt, die Informatiker arbeiten dran, dass vielleicht die Fundraten verändert wurden, dass in einer Arena für die Pets falsche Sachen angezeigt werden und, und. Von daher glaube ich nicht, dass da heute noch was kommt. Wir haben es jetzt 5:30, das heißt, sie müssen es noch auf alle Server raufspielen. Und wenn die absehen hätten können, dass es schon fertig wird, hätten sie es, glaube ich, dem Community Manager auch schon gesagt. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass sich da heute nicht mehr viel ändern wird. Ich spiele jetzt meine Alu weiter und hoffe, dass es morgen kommt und werde morgen vielleicht meine Alu nicht gleich ganz so früh spielen. Und dann mal gucken, was sich da so tut. Aber im Endeffekt scheint es mit der Fundrate auch wirklich Glück zu sein, weil wir haben ja auch im Forum haben einige schon angefangen hier die Früchte hier Statistiken zu führen. Nee, wo war das? War dann bestimmt hier drin. Genau. Fundorte von Früchten, war das hier? Zumindest haben jetzt einige immer schon geschrieben, wo sie hier jetzt, wie viele Früchte sie pro Tag gefunden haben und sowas alles. Von daher, warte mal, ich kann mal hier drauf gucken. Der hatte mich das Thema, glaube ich, aufgemacht. Beiträge. Futtermenge pro Tag, genau. So hieß das. Und hier haben halt schon viele reingeschrieben, wie viel sie so gefunden haben. Einige haben hier 11 Früchte bei 400 Alu gefunden, wenn sie mehrere Sachen gespielt haben. Andere haben hier nur 3 Früchte insgesamt gefunden. Andere haben bei 290 Alu schon 9 Früchte gefunden. Andere 5, andere nur 4. Und ja. Also von daher, andere haben nur eine gefunden. Also es ist echt Pech. Aber ich hatte es ja die letzten Tage auch schon manchmal gehabt, dass man irgendwie am Anfang irgendwie, was weiß ich, alle zwei, drei Quests was gefunden hat und dann die letzten 100 Alu kam überhaupt nichts mehr. Also es ist wirklich einfach manchmal Glückssache. Man findet was oder man findet nichts. Wir können es jetzt nicht mal mehr beeinflussen. Bis gestern konnte man ja immer noch in bestimmten Regionen was machen, um, wenn eine Frucht kommt, dann auch die Frucht zu kriegen, die man möchte. Das geht jetzt auch nicht mehr, weil alle Früchte kommen in allen Regionen vor. Mit der gleichen Chance. Es ändert sich nicht, lediglich die Eier können noch an bestimmten Sachen gefunden werden. Da arbeitet der Kotti auch gerade daran. Die Liste ist noch nicht komplett, wo wa wann was gefunden werden kann. Er meint, sobald er die fertig hat, stellt er sie bereit und wir können dann da reinschauen und genau wissen, wo wir welche Eier finden können. Heute habe ich es auch so gemacht, da ich ja eigentlich hier fast alle Eier bis auf Feuer finden konnte. Ich habe jetzt einfach alle Quests durchgemacht. Jetzt muss ich noch mal gucken. Es gab ja die These, dass man die Gegner halt, die Eier halt da finden kann, wo es auch den Vorteil hat. Und, also die Region, die wir gestern, wo wir gestern immer noch dachten, okay, da gibt es nur die Früchte. Da gibt es jetzt, wissen wir, okay, hier in diesen Regionen, wo hier das mit den Wasserfrüchten stand, dass die sich vielleicht noch auf die Eier auswirken, dass man vielleicht da die Eier findet, plus die Region, wo sie einen Vorteil haben. Also das ist eine Vermutung. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Müssen wir mal reinschauen, ob das so wird. Wir werden es, denke ich, mal morgen oder übermorgen erfahren. Ja, ansonsten, dass die ganze Sache hier mit den Pets läuft so schön. Und ich bin halt jetzt wirklich am Überlegen, wie wir hier mit der Taktik das weitermachen. Und ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher. Also ich werde erstmal noch gucken, was noch so an Früchten kommt und ja, ich überlege mir da noch mal was. So Leute, schaut euch diese süße, saftig, knackige Erdbeere an. Ein Gildenkampf, naja, wenn es sein muss. Und ey, wow, erstmal über 2 Millionen. Der hat sich gelohnt. So, Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Wir schlucken die Erdbeere und wir müssen natürlich eine neue Quest annehmen. Wir haben ja heute auch nicht mehr viel Zeit, weil irgendwer so viel rumgetrödelt hat heute. Und die Quests sind alle scheiße. Nehmen wir mal die kurze. So, aber bevor die jetzt vorbei ist, müssen wir jetzt erstmal unser Feuerhabitat, den hier besiegen.
10 gegen 10 sollte möglich sein. Er hat zwar jetzt nur noch 10 mehr Hauptattribute, aber vorhin waren wir noch hier in den 60ern. Und da haben wir schon 3 Crits ausgereicht, da waren wir weg. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Glück. Und der Kampf sieht, hätte gut aussehen können. Das wäre was gewesen im Free Try. So, schauen wir mal. Bis jetzt hat noch keiner gekrittet. Wir haben einmal gekrittet. Komm, komm, komm. Komm. Pyrophilos. Mach keine Scheiße. So, noch ein Pilz. Mann, die Pilze nehmen ab. Oh, und. Naja, der hat uns jetzt schon zweimal gekrittet. Das wird nichts mehr. So. Und komm, 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 komm. Mist, wieder ein Crit. Jetzt müssen wir auch mal austeilen. Ein Crit, sehr schön. Oh, Mist. Da haben wir wieder eingefressen und. Na. Der letzte Schlag war ein bisschen zu stark. So. Naja, das sind einfach die Attribute. Das sind noch 10 Stärke mehr. Das sind, naja, 15% fast mehr. Oh, nee. Das wird nichts mehr. Verdammt. Aber ihr habt ja gesehen, die Eier kann man recht schnell finden. Von daher will ich den jetzt noch legen, bevor die nächste Quest fertig ist. Nee. Und da haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit. Ah, verdammt. So, da, das sieht auch mal gut aus. Erster Crit. Ein zweiter Crit. Komm, komm, komm. Jetzt kritte ihn nochmal und werd nicht selber gekrittet. Komm, Crit. Ah, ist immer so scheiße knapp. Na, da wurden wir gekrittet. Habe ich bei den anderen auch so viel Pilze verbraucht? Na, okay, stimmt. Die meisten waren ja auf Stufe 11 und Stufe 11 gegen 10 war einfacher, aber ich glaube bei dem Stufe 10 gegen 10. Ich auch. Oh, der war knapp. Ah, so. Der muss aber liegen. Wir haben heute noch so viel Alu vor uns. Ach, knapp, knapp, knapp. Ey, der liegt doch fast. Der hat doch kein Leben mehr. Hier 315. Das, den einmal mehr kritten. Okay, da haben wir über 1000 selber verloren. Mit über 1000 im Minus. Wieder. Da waren wir nur mit 143. Mann, komm. Wir hatten doch schon so schöne Tries. Ah, jetzt lädt er länger. War es ein guter Zeichen? Nee. Och, Mist, ey. Der muss doch liegen. Komm. Jetzt haben wir. Ey, wie viele Pilze wir jetzt schon verballert haben. Mann, komm. Hau ihn um. Komm. Es ist einfach Krieger gegen Magier. Es müsste doch eigentlich möglich sein. Aber da kann man halt nicht ausweichen, da kann man nur auf die Crits hoffen. Ja, ich will jetzt auch nicht weiter questen. In der Hoffnung, dass da wir ein Ei verpassen. Mann, ey, komm. Ja! Yes! Yes, yes, yes. So. Jetzt wäre natürlich schön, wenn da jetzt gleich das Ei gewesen wäre. Ui, und da haben wir jetzt eine richtig coole Quest. Mit schön viel XP. So, wir haben jetzt noch eine Erdbeere. Und ich hatte ja eben schon gesagt, ich überlege immer noch, wie wir das jetzt am dümmsten anstellen. So, wir haben jetzt hier alle Pets bis auf. Also, ich hatte eben auch noch das Schattenei gefunden, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Da hatte ich jetzt nicht extra gezeigt. Oder war es das Wasserei? Nee, ich glaube, das Schattenei war es. Ja. Und jetzt könnten wir natürlich das Feuerpet nochmal füttern. Oder wir warten und füttern das Ding. Und das ist jetzt echt so eine Taktikentscheidung, weil bis gestern hatte ich ja noch eine Taktik gehabt. Und die Taktik war, wir füttern immer das höchste Pet und füttern das zweitstärkste nach und dann die ersten nicht mehr. Aber jetzt können wir drei Früchte füttern. Von daher würde ich meine Taktik da ein bisschen umstellen. Und ja, jetzt sagen, weil, wenn wir mal gucken, wir haben jetzt die alle auf Stufe 11, Schatten haben wir auf 10 und Feuer haben wir auf 10. Feuer könnten wir auch noch auf 11 kriegen. Und was haben wir denn eigentlich morgen für einen Tag? Morgen haben wir Licht.
Das heißt, morgen kriegen wir auf jeden Fall wieder ordentlich Lichtfrüchte, wo wir da dann hier auch reinbuttern können. Und bis jetzt war es ja so, Stufe 11, naja, oder sagen wir Stufe 12, der war ja noch ein bisschen drunter. Stufe 12 war in etwa so gut wie hier Stufe 10. Der nächste Gegner, der kommt, der ist Stufe, was war der? 14 und hatte, glaube ich, hier über 131. Ich habe es, glaube ich, am Anfang des Videos oder am Ende des letzten Videos von heute Morgen, hatte ich mal einen Try gemacht. Ich möchte jetzt nicht noch einen Pilz rausballern, von daher. Der war Stufe 14 und ich gehe davon aus, dass wir den mit Stufe 14 vielleicht noch nicht unbedingt schaffen. Aber ich werde es auf jeden Fall erfahren, weil ich kann ja Licht, wenn ich morgen ein paar Früchte finde, auf jeden Fall schon auf Stufe 14 bringen. Bei Erde müsste ich noch einen Apfel finden und bei Wasser noch ein bisschen mehr. Und Schatten schaffe ich auch nur auf 13. Also gehe ich davon aus, mit 13 besiege ich den nicht. Ihr habt ja auch eben gesehen, mit Stufe 10 gegen 10 hat es ja bei dem schon gedauert. Hier, bei dem Lodali. Von daher gehe ich davon aus, dass ich den morgen hier auf jeden Fall noch nicht schaffe. Aber ich hoffe natürlich, dass das dann so weitergeht. Ja, also zumindest sind die höheren Pets, also der Flammenschlund hier, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, wir gehen mal einfach hier hin. Der Oktotakel ist auf jeden Fall stärker wie die anderen. Also ihr könnt ja mal einfach gucken, wenn ihr noch ein Stufe 1 Pets habt oder mal in die Anfangsvideos. Die Stufe 1 Pets hatten einfach viel niedrigere Werte. Also selbst hier ohne den Bonus hatten die auf jeden Fall nicht 13. Ich glaube, die waren irgendwie bei 10 oder so. Also auf jeden Fall weit drunter hier der Frosch am Anfang. Wenn wir jetzt mal gucken, hier der ist Stufe 3 und der hier ist Stufe 1. Wenn ich den jetzt hier füttern würde, wäre der, glaube ich, spätestens bei, ja, ob der den schon mit Stufe 2 überholt, weiß ich nicht. Aber mit Stufe 3 ist der auf jeden Fall ein ganz großer Abstand drin. Aber der Abstand ist noch nicht so groß, dass der hier 3 Tage ausmacht. Wenn ich jetzt das so vergleiche, ich hatte jetzt hier Stufe 10, sagen wir mal, macht 2 Level aus. Wenn ich den jetzt hier auf Stufe 20 habe, macht es 4 Level aus. Und wenn ich den jetzt hier aufleveln würde, hätte ich denn bei Stufe 20, wäre der hier dann 24 und der aber immer noch nicht so weit, immer noch nicht Stufe 20, weil da halt 10 Level Unterschied sind. Von daher ist es für mich erstmal günstiger, ich level erstmal noch den dritten weiter und spiele da auf Risiko und wechsle dann vielleicht gleich auf den fünften oder den sechsten und level dann mit dem lieber weiter. Das ist halt die Frage. Also ich kann das ja nicht ewig treiben, weil irgendwann ist der hier Stufe 100 und wenn der Stufe 100 ist, dann bin ich vielleicht hier irgendwie bei dem 10. und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich bis dahin zwar richtig gut durchgepowert, aber dann werde ich irgendwann überholt. Und irgendwann muss man ja halt einfach mal umschwenken und ein neues Pet füttern. Am besten wäre natürlich, wenn man 6 Früchte am Tag hätte und beide Pets parallel füttern kann und steigern. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber hoffen darf man es natürlich. Ja, von daher würde ich sagen, füttern wir jetzt erstmal noch unseren Pyro-Menschen hier mit der letzten Feuerfrucht, weil den müssen wir ja sowieso ein bisschen stark haben. Einfach aus dem Grund, der hat jetzt noch nicht den 4er-Pet-Bonus. Und wenn wir hier mal in die Ehrenhalle schauen, bei den Pets, es gibt einfach hier schon einige. Hier der Falken hat schon 18 Pets und irgendwie habe ich doch noch gesehen mit 18. Oder war es der Einzige? Oh, siehe da, da hat sogar einer 19 Pets. Der muss ja total cool sein. Bestimmt den längsten. So, ich habe noch mal kurz nachgeschaut im Forum. Und jetzt gibt es hier noch mal eine offizielle schöne Erklärung, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Also, es hängt die Chance, irgendwas zu finden, also Früchte, hängt von der investierten Zeit ab. Also, eine 10-Minuten-Quest hat eine viermal höhere Chance, etwas zu finden wie eine 2,5-Minuten-Quest, weil sie viermal so viel Alu verbraucht. Also, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall richtig und wisst auch Bescheid. So, genau. Und jetzt können wir uns endlich mal auch um andere Sachen kümmern. Wir hatten jetzt ja genug von dem ganzen Pet-Wirrwarr. Und wir kommen mal zu den wichtigen Dingen. Wie ihr seht, ich hatte gerade ein Level-Up und habe auch gerade mein ganzes Gold verpulvert und nicht aufgehoben für meine Begleiter, die ich auch noch stärken sollte, weil jetzt müsste dann ja auch bald was in der Schattenwelt weitergehen. Und wenn ich den nächsten lege, dann kann ich einen neuen Schlüssel finden und das wäre natürlich auch toll, weil den könnte man da auch
ordentlich weitermachen, was ja dann auch fast ein komplettes Level an XP wäre. So, hier gab es heute einige Kämpfe. Hier bei den Festungsangriffen hatte ich einiges gemacht, wo ich hier auch komplette Abwehren geknackt habe, irgendwie für 10.000 Stein oder sowas. Da war einiges dabei, hier auch so ein paar normale Sachen wieder, aber wie ihr seht, es waren schon ein paar mehr Kämpfe und es gab heute wieder so ein bisschen Stein kam dabei schon rum. Genau, mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Ehrenhalle in der Festung? Ja, da muss ich aufpassen, dass sich der Busasa nicht einholt, sonst bin ich nur noch auf Platz 9. Und dann kriegt mich auch bald El Punto und ich bin aus den Top 10 raus. Das geht ruckizucki schneller als man denkt. So. Dann können wir jetzt auch am Glücksrad drehen. Wir haben zwar noch nicht unser Alu durch, aber wir hatten ein Level-Up, kriegen hier auch schön viel Stein und XP. Und da haben wir auch ein Item und nochmal ein bisschen XP und nochmal schön. Oh. Steinreich, sage ich da nur. Oh, da ist jetzt wirklich unser Rucksack voll. Müll, Müll. Und weiter drehen ein letztes Mal. Oh, geil. Nochmal Stein. Wie viel haben wir denn da jetzt? 5 Millionen. Das ist ja schön. Also 1 Million Stein heute da dreht. Das ist richtig gut. Und wenn wir mal gucken. Wir bauen morgen die Schatzkammer aus. Und dann baut die ja hier genauso lange. Ist ja in Stufe 13. Man guckt hier die Stufe 12. Kommt dann auf Stufe 13. 13 Gebäude brauchen gleich lange. 6 Tage und 10 Stunden. Wir fallen dann wieder zurück auf 4 Millionen in etwa, weil das Ding kostet 1 Million. Da hatte ich hier mal bei, wo haben wir hier die Festung? Schatzkammer, wo haben wir dich? Hier. Die Stufe, genau, die hier bauen wir dann aus, von 13 auf 14. Und die kostet also genau 1 Million Stein. Und ja, dann haben wir wieder 4 Millionen. Das heißt, wir haben dann knapp die Hälfte. Aber wir haben ja hier auch fast mit 0 Stein angefangen, wo wir die ersten 5 Tage jetzt gebaut haben. Und wenn wir dann so bei 4 Millionen sind, da können wir ja noch einmal drehen an dem Tag. Und dann sollten wir, wenn wir eigentlich jetzt nicht zu viel Pech haben bei den ganzen Kämpfen, uns sollte es genau hinkommen mit, wenn wir die nächste Schatzkammer fertig haben, dann die Festung anwerfen zu können. Unter der Voraussetzung, dass wir bis dahin nicht geplündert werden. Was ich hoffe, ist natürlich möglich, wenn sich irgendwelche Leute zusammentun. Ich habe jetzt eine ganze Weile hier mich nicht mehr um die Verteidigung gekümmert. Aber ich hoffe mal, die 170er Mauer schreckt erstmal so ein bisschen ab. Also die Festung möchte ich noch bauen. Und wenn die im Bau ist, dann ist mir eigentlich erstmal alles egal. Weil dann habe ich Stufe 17, dann kann ich danach die Akademie bauen, die kostet nur 7 Millionen Stein, was ja denn relativ schnell erreichbar sein sollte. Das habe ich auf jeden Fall. Selbst wenn ich da jeden Tag geplündert werde, sollte ich es schaffen, das zusammenzukriegen an Ressourcen und Holz. Naja, das ist sowieso. Und dann kann ich dann auch noch die letzte Schatzkammer bauen. Die kostet auch nicht wirklich viel. Die kostet dann nochmal, naja, 2 Millionen, das ist auch nichts. Und dann vielleicht noch einen Steinbruch bauen, der auch so gut wie nichts an Ressourcen verschlingt. Und wenn ich dann die drei Gebäude baue, vielleicht auch die Akademie diesmal ohne Pilze, weil das wird mir sonst echt zu teuer, dann hoffe ich, dass es dann vielleicht, wenn ich bis dahin immer noch nicht überfallen werde, könnte ich vielleicht sogar Festung 18 in Angriff nehmen. Mal gucken. Oder dann halt noch ein bisschen mehr die Minen ausbauen. Da muss ich mal gucken. Oder Verteidigung. Kann ich mir denn Gedanken drüber machen? Erstmal haben wir jetzt den nächsten Plan für die nächste Woche. Und da sollte hoffentlich nichts Großes dazwischen kommen. Ja, außer die Pets ändern sich wieder. Oder so. Aber zumindest Leveln geht jetzt auch richtig schick. Ich habe jetzt noch ein Level geschafft. Ich glaube, bis zum Wochenende, bis zum Epic-Event schaffe ich nicht noch eins, außer ich schaffe den Dungeon. Weil, wenn ich den jetzt relativ früh schaffe und dann auch, also ich mache 5 Suchen, nee, 4 Schatzsuchen am Tag. Hier nicht Schatzsuchen, Edelsteinsuche. Das heißt, ich bräuchte 1 bis 2 Tage im schlimmsten Fall, um den Schlüssel zu finden, den letzten. Und wenn ich den dann habe. So, da nehmen wir jetzt auch wirklich die 2,5 Minuten Quest, weil da sollte noch was drin sein. Genau, wenn ich dann die
letzte Sache da gefunden habe, dann kann ich da auch ordentlich aufräumen und wieder ein bisschen weitermachen. So, der hier ist auch von seiner Stadtwache zurück. Wir gucken mal hier kurz, ob wir noch was gebrauchen können. Na, wir haben zurzeit auch echt Probleme mit Gold. Da haben wir nicht genug und wir wurden jetzt auch schon ein paar Mal überfallen. Was machen wir? Machen wir erstmal, wir gucken erstmal in die Post rein. So, hier Arena-Kampf wurden wir gerade vor, naja, einer Stunde angegriffen und haben 18 Gold verloren, was ich nicht gut finde. Aber Stufe 35 halt. Der hat uns gestern auch schon angegriffen. Der farmt uns ab. Wie viel Ehre habe ich denn da verloren? 28 Ehre. Das heißt, der hat uns wirklich im Visier und will uns ausnehmen. Da könnte ich eigentlich, müsste ich jetzt mal einen Kampf machen, der relativ weit unten ist. So, ich kann bis 2800, nee, 2750 gehen in etwa. Nee, das war zu weit. Ein bisschen tiefer geht noch. Und ja, wenn denn das Optimale an Ehre verlieren, dann greifen wir mal hier einfach mal einen an. Gucken mal, wie es läuft. Ja. Okay, 4 Gold gewonnen. Ja, da hätten wir vorher vielleicht unsere Waffe rausnehmen müssen, wenn man klug gewesen wäre. Aber ich, Depp, hab da nicht dran gedacht. So, aber wie ihr auch gesehen habt, wir machen jetzt mal wieder die Stadtwache an, dass wir da ein bisschen Gold kriegen. Und hier, Festungsangriff, der war. So habe ich den gespeichert. Machen wir mal chronologisch. Hier, das war jetzt der erste Angriff. Der kam gestern rein. Da hat es einer versucht mit einem Soldaten und ist kläglich gescheitert. So, hier müssen wir erstmal kurz weiterklicken, weil wir hatten ja heute den ganzen Tag darauf gewartet, dass vielleicht noch. Oh, das wird ja immer schlechter. Hätte ich mal die 10-Minuten-Quest für 3 Millionen angenommen. So. Also der ist hier kläglich gescheitert und dann seht ihr schon hier, da hat einer gewonnen. Der kam mit 18 Level 50ern und hat hier unsere Magier auch noch locker überwunden, nicht mal alle gebraucht. Und warte mal, hier also hat auch ordentlich geplündert, also 11.000 Stein, das war eine ganze Menge. Da kam dann gleich ein paar Stunden später noch einer, weil bis zwischen 2 Uhr und noch was war ich nicht wach. Hier hatte ich noch den Steinbruch ausgebaut, deshalb gab es da nicht ganz so viel, aber Holz hat er ordentlich mitgenommen. Und dann kam hier noch ein Kampf, auf den bin ich besonders stolz. Der kam hier an mit 15 Krieger, Stufe 45. Und siehe da, unsere Bogenschützen sind gut ausgewichen. Und hier der Magier, das ist der letzte, also hier hinten, der zeigt er nur so an, da war keiner mehr. Und zack, bumm, hat er gewonnen. Das war schön. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ich dachte mir, ich baue dann mal die Schmiede aus. Das habe ich dann auch gemacht. Und da können wir jetzt die Magier und Bogenschützen auch nochmal eine Stufe hoch machen. Die sind jetzt Stufe 55 und können nicht mehr ganz so leicht angegriffen werden. Und wir konnten jetzt auch unser Holz hier mal abholen. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt? Die nächste Schmiede kostet wieder ordentlich Schotter. Und ich würde gerne jetzt auf die Festung sparen. Wir brauchen zwar jetzt nur noch ein bisschen Stein, aber ich glaube, da plündert uns jetzt erstmal keiner mehr. Und jetzt müssen wir erstmal wieder Gold sparen, dass wir dann genug Kohle haben, um uns das leisten zu können. Oder können wir hier noch was verkaufen? Würde es was bringen? Hier, das sind nur 30, 40 Gold. Das bringt hier nicht so den Unterschied. Von daher haben wir hier jetzt erstmal das schön am Laufen alles. Wir hatten jetzt Arbeiterquartier, hätte ich, glaube ich, einmal zu viel ausgebaut, wenn ich das nicht gemacht hätte. Hätte ich jetzt noch 200 Gold oder so mehr, dann könnte es bald reichen für die nächste Festung. Da habe ich mich so ein bisschen verschätzt. Das war nicht klug. Aber naja, was soll's. Man kann nicht immer alles klug machen. Ich habe jetzt eh noch ein bisschen Teilschutz, von daher wird mich jetzt, glaube ich, erstmal keiner mehr angreifen. Mit den neuen Bogenschützen soll es so ein bisschen passen. Und dann mache ich da erstmal weiter. Hier brauche ich auch keine Flimmerkiste gucken, aber wir müssen auf den anderen Server wieder rüber. Auch nicht gut. Komm, eine schöne Quest. Oh, ey, sind ja alle Kacke, ey. Bleibt mir nichts übrig. Oder kam jetzt eine Levelbremse? Ich hatte ja ein Level-Up jetzt. Das kann ja auch nicht sein. Ich habe, glaube ich, einfach nur verdammt viel Pech jetzt mit den Quests.
So, aber vielleicht, genau. Wir wollten noch unsere Begleiter wieder leveln. Kostet jetzt schon 4 Millionen. Das heißt, wir können uns da nicht alle leisten. Ja, den Magier mache ich dann gleich noch, wenn ich dran denke. Oder ach, verkaufen wir hier schnell ein Item. Können wir auch die Erdbeere reinpacken und so. Und dann ist das alles schick. Dann ist der auch wieder auf Top-Level. Und was ich auch noch gar nicht beachtet habe, ich bin jetzt über 20.000 geschickt, dank der Pets. Da habe ich ja jetzt, wie ich eben schon gezeigt hatte, ja hier Schatten habe ich, das vierte. Erde, Licht und Dings. Feuer brauche man eigentlich nicht, weil Feuer bringt Glück. Und Glück habe ich mehr als genug. Aber die anderen Boni sind natürlich schick und die nehme ich gerne mit. Und das sollte mir, sobald das auch gefixt wurde, da warten wir ja auch noch auf den Bugfix. Dass es halt da auch zählt und nicht alles denn irgendwie im Nirvana verschwindet. Von daher beten wir mal und hoffen, dass das alles passt und bald dazu kommt. So, dann müssen wir noch schnell auf Welt 6 gucken. Weil da haben wir ja auch noch unseren Level 1 Char. Da haben wir auch ein paar neue Leute in die Guild eingelangt. Der eine kam immer noch nicht. Naja. Irgendwer hat ihn mir, glaube ich, noch geschrieben. Der wollte hier noch rein. Ah, nee, der ist Stufe 17. Der wollte nicht rein. Wir greifen hier mal unsere Cash Cow an. Oh, wir haben 9 Gold. Das muss man mal ausgeben. Ein schöner Skillpunkt. Und nochmal 12 Silberlinge. Was gibt's hier Schönes? Nee, plus Rüstung bringt da nicht so viel. Ja, denn noch ein Intelligenztrank. Na, einen würde ich ja gerne auch noch kaufen. Dann verkaufen wir mal den Stab, den alten, den brauchen wir eh nicht. Wer weiß, ob ich nachher noch dran denke. Dann hätten wir das erstmal hier. Sehr schick. Dann können wir hier auch wieder die Stadtwache reinwerfen bis morgen früh. Dann läuft das hier auch weiter. Und hier haben wir die nächste Quest fertig. Leider keine Frucht mehr. Oder so ein Eichen wäre schön. Ach so, da könnte ich ja jetzt mal gucken. Ich brauche ja jetzt das Feuer. Und Feuer war, glaube ich, stark gegen Erde. Dann gucke ich mal kurz hier rein. Ich glaube, hier haben sie es jetzt. Oh, keine Pizza bestellen. Dann gebe ich im Spiel Schrägstrich Pizza ein. So, genau. Erde sind die Landschaften und die Landschaften. Also da müsste ich jetzt also Feuerlandschaften oder Erddinger machen, um eine Chance zu haben. Also nach meiner These jetzt, ich weiß es noch nicht genau. Genau erfahren wir es, wenn es Kotti postet. Aber so ist meine Vermutung, um noch das letzte Feuerpad zu finden. Und ich würde es gerne noch haben, aus dem Grund, es gibt halt den kleinen Bonus für die anderen. Wir können ja mal gucken, hier, der ist Stufe 11. Hat 82. Der hier ist Stufe 11, hat 86. Also es ist dann schon mal nicht ganz ein Level, aber das macht schon mal so ein bisschen, macht es schon aus. Ob man da jetzt ein Pet mehr oder weniger zu stehen hat. Und ich will ja versuchen, mal gucken, ob ich es heute auch nochmal mache, weil sie haben es ja immer noch nicht gefixt. Von daher werde ich versuchen, wieder gegen 0 Uhr die Kämpfe zu machen. Ich kann dann hier mein Schattenpet instant auf 13 bringen. Das heißt, damit sollte ich eigentlich jeden Kampf gleich gewinnen. Meine Erdpads kann ich auch auf 13 bringen, mein Wasserpad auf 12. Und dann hoffe ich, dass ich damit schon 3 Kämpfe gewonnen habe, weil ich ja auch den 4er Pet-Bonus habe. Den haben ja noch nicht alle. Und dann kann ich meine Lichtpad, kann ich dann hier auch die Tinky auf Stufe 14 bringen. Dann sollte ich noch einen vierten Kampf gewinnen. Und ja, dann muss ich nur hoffen, dass ich halt hier noch mit dem Feuerding auch noch was reißen kann. Weil noch ein Habitat schaffe ich nicht. Da sind wir jetzt schon mal weit genug. Da ist erstmal Endstation. Vielleicht geht es da morgen weiter. Wir haben ja heute auch genug Pilze. Ich glaube, 50 Pilze mindestens haben wir da reingesteckt. Und ja, ich glaube, ich labere auch schon wieder viel zu lang. Von daher, macht das Beste draus. Behalte das Forum in den Augen. Ich werde es auf jeden Fall morgen vielleicht schon ein bisschen früher nochmal machen, das Video, weil ich abends weg bin. Von daher schreibt mal, was für Taktiken sind jetzt am besten. Genauso wissen wir es ja noch nicht, wie es in den Pets weitergeht, aber
Ich versuche da halt was Gutes zu machen. Ich bin aber immer für Tipps und Ratschläge offen. Wenn ihr da was wisst, sagt's einfach. Bis morgen. Tschüss.